Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Langlebe Asche von Asche. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Langlebe Asche von Asche, das Ganze am 17. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Soloalbum von Asche. Das Ganze über Komite Musik erschienen. Wir haben hier ein super Jewel Case auf dem Cover, hier im Punisher Look. Einmal das Akronym LLA, also Lang Lebe Asche, hier mit eingearbeitet. Ansonsten hier so schwarz und weiß gehalten, seitlich hier auch nochmal beschriftet. Hier ebenso und auf der Rückseite nochmals hier dieser Punisher Kopf. Plus die Tracklist. Wir haben hier tatsächlich zwei CDs, 15 plus 7 Tracks, also 22 gesamt. Features mit dabei von Kali, Kollega, 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 Robbie Banks, Fahrt, PA Sports, Kollega, Robbie Banks und nochmals Kollega. Infos, Barcode. Und dann schauen wir rein. So, zuerst wie immer ins Booklet. Schauen wir uns mal an. Also das Cover. Dann geht's los mit den einzelnen Songs. Hier Asche in der Höhle. Weitere Songs, die ganzen Infos zu den Songs. Dann haben wir 7 Bonustracks hier noch drauf. Das 1er Trainingsprogramm. Hier gibt es den QR-Code. Get Fit or Die Trying, Hantel und Totenkopf und zu guter Letzt noch ein paar Infos und das war's soweit. Gut, wir kommen zur CD. Die befindet sich hier auch wieder in diesem Pariser Look, schwarz und weiß. Einmal hier, das ist CD Nummer 1. So sieht die aus. Und direkt dahinter haben wir dann Nummer 2, Langlebe Asche. Und auch hier wieder dieser panische Look. Genau. Gut, voilà, da fällt mir die CD aus der Hand. So, dann packen wir die zurück. CD 2, 7 Tracks. CD 1, 15 Tracks. Und das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Asche und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.